So, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Hause Sicherheit Technik Hurtus. Wir möchten heute mal den Opertis Elektronikzünder zeigen, wie die Montage über den Innenknauf bzw. über den Außenknauf möglich ist. Möglichkeit Nummer 1, das ist die einfachste, wenn Sie eine Tür haben, wo Sie den Zylinder von außen durchschieben können, dann empfiehlt es sich natürlich ganz einfacherweise, so einen einfachen Dorn zu nehmen, eine kleinere Schraube oder einen Nagel, drücken hier im Prinzip in den Knauf rein, man kann den Knauf abziehen und schwuppdiwupps ist der Knauf demontiert. Jetzt nur noch den Zylinder von außen nach innen in die Tür sozusagen einbauen und schwuppdiwupps die seitliche Schraube reindrehen und das war's schon. Das ist also kein Hexenwerk, das ist eine Sache, wie ein ganz normaler mechanischer Zylinder auch verbaut wird. Und dann brauchen Sie lediglich nur wieder eins machen. Sie nehmen den mechanischen Knauf, setzen den wieder drauf, zack, bis es einrastet und dann war es das. Erledigt. Dauert nicht länger als wie hier im Video gezeigt, 1-2 Minuten, dann ist die Sache erledigt. Nun Möglichkeit Nummer 2. Nicht alle haben das Glück, dass der von außen nach innen eingebaut werden kann. Und hier ist es so, gibt es Türen, die haben einen Ziehschutz. Das heißt, vorne so eine runde Scheibe in der Tür mit einem Schlitz drin. Ich werde mal ein Bild dazu einblenden. Und da ist es nicht vermeidbar, dass der Außenknauf demontiert werden muss. Und zwar der Elektronikknauf. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen definitiv das Werkzeug, was standardmäßig dabei ist. Wir brauchen, wenn Sie einen Zylinder kaufen, der für eine T-Shirt-Tür entsprechend ist, hat der auch eine entsprechende Welle nochmal dazwischen. Die müssen wir definitiv vorher verbauen, sonst geht das Ganze nicht. Und wir brauchen einen funktionierenden Transponder. Bevor wir loslegen, ganz klare Sache, kontrollieren, funktioniert der Transponder. Ja, er funktioniert. Rot-Grün heißt, er funktioniert. Das heißt, im Klartext, den legen wir jetzt mal zur Seite, Zylinder ist in Ordnung. Jetzt kann ich mit der Demontage beginnen. Dabei mache ich Folgendes. Das Werkzeug wird hinter den Außenknauf arretiert, um die drei Zapfen, wir blenden es mal im Foto ein, um die drei Zapfen entsprechend hier mit dem Werkzeug sozusagen ins Gehäuse reinzuklicken. Das sieht das Ganze dann so aus. Das Werkzeug ist sozusagen hier drauf. Und dann kann man durch Drehen des Werkzeugs mit dem Knauf zusammen den Knauf runterdrehen. Sie sehen, hat ganz kurz Klack gemacht und da ist es auch schon ab. Jetzt war das der Moment, wo wir sozusagen den Zylinder durch die Tür durchschieben können. Und jetzt ist natürlich so, wird die seitliche Schraube arretiert und vorne aus der Tür sollte das hier vorne rausschauen. Und jetzt muss dieser Knauf wieder drauf. Das machen wir genauso, wie wir ihn abgedreht haben, nur in andere Richtung. Nicht vergessen, die Dichtscheibe sollte man natürlich drauf machen. Die lasse ich jetzt mal hier weg, damit wir es besser sehen. Wird das drauf gedreht. So. Drehen. Sie sehen es vielleicht am Gewinde, das Messing wird immer weniger. Und jetzt fängt sich die Welle an, irgendwann mal mitzudrehen. Das ist der Moment, wo wir das Werkzeug abnehmen. Das legen wir mal zur Seite. Und jetzt kommt die Funktionskontrolle und ich hoffe, mir gelingt es Ihnen zu zeigen, wie es nicht richtig war. Sehen Sie? Der Zylinder blinkt rot. Für uns ein Zeichen und der gelb, da stimmt was nicht. Nehme ich was? Es gibt diese drei Stifte, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Wir blenden mal ein Foto ein. Diese drei Stifte müssen auch wieder rauskommen aus dem Gehäuse, die wir vorhin reingedrückt haben. So, und dazu gibt es folgende Möglichkeit. Entweder Sie drehen den Knauf ganz schnell in eine Richtung und zack, schlagartig wieder zurück. Dann kann das passieren, dass diese rauskommen. In meinem Fall hat es das glücklicherweise nicht, deswegen kommt jetzt das zweite Werkzeug zum Einsatz. Nämlich, das wird hier auf die Spange aufgesetzt, also auf diese Welle. Das ist die, die aus der Tür unbedingt rausstehen muss.
So, und wenn ich jetzt, damit kann ich die Welle sozusagen blockieren und in dem Moment einmal kurz, einmal hin und her, hat es klar gemacht und die drei Zapfen sind wieder rausgekommen. Ganz simple Geschichte, das Werkzeug können wir zur Seite legen und jetzt kommt wieder die Funktionskontrolle. Zack, rot, grün. Also, ganz wichtigerweise, die drei Zapfen, die wir vorher mit dem Werkzeug reingedrückt haben, müssen am Ende wieder raus und da muss man manchmal eben ein bisschen nachhelfen. So schwierig ist das nicht, ist wirklich eine ganz einfache Geschichte. Sollten Sie feststellen, dass beim Einbau diese Welle vielleicht Ihnen mit den 5 mm, wie jetzt hier in dem Beispiel, zu knapp ist, dann sagen Sie uns Bescheid, dann können wir den Zylinder auch mit einer 10 oder 15 mm Verlängerung bieten. Das soll es an dem Punkt schon gewesen sein. Das war die Montage vom Opertus Knauf Modul. Kein Hexenwerk. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.